Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bloody Unboxing. Diesmal beschäftigen wir uns mit dem Mediabook vom VHS Viral. Das ist sozusagen der dritte Aufguss dieser Found Footage-Reihe mit ja, diversen Clips, die in so einer Rahmenhandlung eingebunden sind und alles so aus einer Art Pseudo-Reality-Perspektive gedreht. Der erste Teil hat mir nicht so gut gefallen, der zweite, den fand ich richtig gut, nur so am Rande. Über den dritten kann ich euch aktuell noch nichts sagen, ich habe ihn noch nicht gesehen. Wir schauen uns jetzt erstmal das Mediabook an und eine ausführliche Beschreibung des Films mit Kritik und Bewertung und so weiter und so fort wird dann wieder einmal mehr auf unserer Partner-Homepage von watchtheshit.de erscheinen. So, wir öffnen das ganze Ding mal hier. Wieder sehr vorsichtig. Zack. VHS Viral. Two-Disc Limited Collector's Edition from Visionary Directors. Da sehen wir auch schon fünf Namen oben, die also hier ihre Clips sozusagen, ihre Kurzfilme zum Besten geben. Das übliche Cover eigentlich, was man ja auch so aus den anderen Teilen schon mehr oder weniger erkennt. Die Seite ja, auch standesgemäß umgesetzt worden und auf der Rückseite eine kleine Inhaltsbeschreibung mit Extras, der Uncut-Hinweis und dann eben die diversen Informationen über Laufzeit, Bild, Ton und so weiter und Untertitel. In dem Fall ist es eine Limitierung von 3000 Exemplaren. Ich hatte das Glück, die Nummer 2244 zu bekommen. Gibt schönere Nummern, aber egal, soll jetzt hier keine Rolle spielen. Wie sieht es denn in dem Mediabook aus? So, auf der linken Seite haben wir hier die DVD. Das Ganze ist eine OFDB Filmworks Produktion, also die haben hier mal wieder was Schönes kreiert. Das sieht schon mal gut aus, auch mit diesem Innencover, so das übliche Booklet. Im ersten Moment fühlt es sich sehr, sehr stabil an. Es ist eingeklebt und ja, das kann man jetzt schon sagen, auch sehr schön vom Design gemacht worden. Ein paar Bilder, sehr viele Informationen, alles natürlich auf Deutsch. Schön umfangreich, viele, viele Informationen. Sieht sehr, sehr gut aus. Ja, eine kleine Werbung am Rande noch hier auf dem Backcover des Booklets von der Zeitschrift Virus, The Dark Side of Entertainment. Und hier auf der rechten Seite dann die Blu-ray Collector's Edition VHS Rival. Ein schönes Mediabook und wie gesagt eine ausführliche Besprechung des Films dann demnächst bei unseren Freunden von watchtheshit.de.